Na, haben Sie es sich schon auf der Couch bequem gemacht? Ich hoffe schon, vielleicht sogar mit einem Feierabendbierchen. Jetzt melden unsere Allgäuer Brauereien. Das Leergut geht aus. Zwar muss man sich wohl noch keine Sorgen ums Bierchen machen, aber man sollte das Leergut am besten gleich zurückbringen, damit das so bleibt. Damit herzlich willkommen zu den Allgäu TV Nachrichten mit diesen Themen. Sanierung dringend nötig. Füssen hofft auf mehr Fördergelder für den Bundesstützpunkt Curling und Eishockey. Die Schattenseiten des Politikerdaseins. Immer mehr Kommunalpolitiker werden belästigt. Und das Unterallgäu und das Oberallgäu gemeinsam zum Ziel. Neues zur Allgäuer Klinikfusion. Der Sommer ist zurück. Morgen gibt's viel Sonne und heiße Temperaturen. Seit einiger Zeit werden die Profis im Curling und Eishockey in Füssen beim Training nass. Allerdings nicht vom Eis. In den Umkleiden und anderen Räumlichkeiten tropft es von der Decke. Das Flachdach ist dringend sanierungsbedürftig. Eigentlich sollte mit den Bauarbeiten schon letztes Jahr begonnen werden. Das hat aber nicht geklappt. Warum nicht und wie es um Fördergelder für den Bundesstützpunkt Curling und Eishockey in Füssen steht, wir haben mit Bürgermeister Paul Jakob gesprochen. Auf dem Eis im Bundesstützpunkt für Curling und Eishockey oder auch Bundesleistungszentrum wird weiter fleißig geübt. Allerdings ist es in die Jahre gekommen und muss saniert werden. So sollen die Lichter in der Halle 1 zum Beispiel durch LEDs ersetzt werden. Größtes Problemkind ist aber das Dach. Wir hätten, und da gab es sicherlich eine Diskrepanz, möglicherweise eine Verständnisdiskrepanz, wir hatten Anforderungen durch die Regierung, was wir an Gutachten für diese Flachdachsanierung einzubringen haben und haben diese verschiedenen Voraussetzungen eigentlich eingebracht. Und dann gab es nochmal eine Nachfrage der Regierung nach einem weiteren Gutachten, das uns belegen sollte, unter welchen Maßgaben diese Flachdachsanierung durchzuführen wäre. Und das wurde in dieser Stadt versäumt. Darum wurde der Zuschuss dafür gestrichen. Jetzt startete die Stadt einen neuen Versuch. Die Grundzusage für die Förderung hat Füssen bereits erhalten. Aber die Baubranche boomt. Unter anderem deshalb sind die Kosten für die Sanierung auf rund 2 Millionen Euro gestiegen. Darum möchte Bürgermeister Paul Jakob eine Erhöhung des Fördersatzes erreichen. Die Kommunen allgemein sind natürlich mit jeder höheren Förderung, die wir bekommen könnten, glücklich. Denn uns Kommunen geht es allgemein nicht so gut, wie man immer das glaubt. Wir leben in einer Zeit der Hochkonjunktur, wir haben gute Steuereinnahmen, da gibt es gar keine Frage. Dennoch haben wir, die Kommunen, sehr, sehr viele Aufgaben. Und neben dieser Sportförderung haben wir natürlich andere Aufgaben. Wir müssen unsere ganze Infrastruktur aufrechterhalten, die Schulen und so weiter. Und das kostet viel Geld. Sollte es mit den Fördergeldern dieses Jahr wieder nicht klappen, was dann? Eigentlich wurde doch der Haushalt der Stadt erst angepasst, unter anderem um Gelder für die Sanierung bereitzustellen. Wir haben einen Etat in unserem Haushalt, aber ich muss sagen, dieser Etat ist natürlich nicht ausreichend. Nachdem hier Füssen, Gott sei Dank, muss man sagen, Stützpunkt für Eishockey und Curling ist, also Bundesstützpunkt, hier kommt die Nationalmannschaft zum Trainieren her, unterstützt uns auch das Innenministerium oder in dem Fall das Kultusministerium mit den Folgekosten. Doch was ist eigentlich das Problem auf dem Dach? Von dieser Wölbung sollte das Wasser, also Regen oder Schnee, in diese Abläufe fließen. Weil die Abläufe aber alt sind und oft verstopft, fließt das Wasser stattdessen an den Rand des Daches. Dort gibt es undichte Stellen. Darum läuft es unter anderem in die Umkleiden der Sportler und andere Gemeinschaftsräume. Doch es gibt laut dem Leiter des Bundesstützpunktes Curling und Eishockey, Helmer Erlewein, auch noch andere Probleme, die seiner Meinung nach für höhere Kosten sorgen. Zum Beispiel die Abdichtung der Verglasung auf dem Dach. Also ich bin optimistisch, ich bin immer ein Optimist gewesen und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es klappt. Wir werden, sollte die Sanierungsmaßnahme heuer nicht durchgeführt werden können, weil wir den Baubeginn nicht signalisiert bekommen, dann werden wir auf jeden Fall eine provisorische Abdichtung des Daches vornehmen, sodass kein Wasser mehr eindringen kann. Das ist die Grundvoraussetzung. Und die Sportler, die hier trainieren, wären bestimmt sehr dankbar, wenn das Problem noch dieses Jahr behoben würde.
Doch sollte nicht saniert werden, besteht dann die Gefahr, dass Füssen bald kein Bundesstützpunkt mehr ist? Also solange die großen Verbände, der Curlingverband und der Deutsche Eishockeybund, hinter der Einrichtung Füssen stehen, hinter der Arena und der Halle 1 in Füssen stehen, solange glaube ich nicht, dass irgendjemand dagegen arbeiten würde, sondern die Vereine, also die Sportler als solches, die Sportorganisation, die muss ja sagen können, hier bin ich zu Hause, hier habe ich die optimalen Trainingsvoraussetzungen, hier wird mir das geboten, was ich brauche, hier bringe ich meine Spieler und das Begleitpersonal auch unter. Und solange das geboten ist und gegeben ist, glaube ich nicht, dass es Veränderungen geben sollte. Bürgermeister Paul Jakob zufolge sei der nächste Schritt nun, dass die Bauabteilung der Stadt jetzt die Unterlagen liefert, die erforderlich sind, um weitere Schritte zu tun, sodass die Regierung von Schwaben das prüfen und gegebenenfalls zustimmen kann. Einer Prüfung muss sich jetzt auch ein weiterer Großbauer im Allgäu unterziehen. Die Staatsanwaltschaft Memmingen hat bekannt gegeben, dass Ermittlungen gegen einen weiteren Bauern eingeleitet wurden, auch wegen des Verdachts der Tierquälerei. Wo genau sich der Hof befindet, wurde bisher nicht bekannt gegeben. Die Staatsanwaltschaft spricht dem BR gegenüber von einem gleichen Phänomen in einem ähnlichen Umfeld wie im Fall des Bauern in Bad Grönenbach. Anlass der Ermittlungen seien anonyme Hinweise gewesen. Wie groß das Ausmaß der Verstöße ist, wurde auch noch nicht bekannt gegeben. Allerdings seien bei einer Kontrolle des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Mängel aufgefallen. Es wurden Auflagen gegen den Betreiber erteilt. Eine landwirtschaftliche Scheune ist heute bei Dietmannsried ausgebrannt. Es bestand die Gefahr, dass die Flammen auf die Stallungen übergreifen. In Kompakt gibt's gleich mehr dazu. Bestes Frühstück im Bett. Bestes Büro im Bett. Am besten streiten im Bett. Am besten versöhnen im Bett. Bestes Versteck im Bett. Bestes Bett? Lima Betten, Ihr Bettenhaus im Allgäu. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leid. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Die größte Auswahl an Lederbekleidung im Oberallgäu. Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe. Totalausverkauf für Leder, Lammfell und Pelzmode. Modische Lederröcke, Lederwesten und Stoffjacken. Nur bei Leder Eberhard in Hindelang, Bad Oberdorf. Sie wünschen sich eine zusätzliche Rente? Dann machen Sie doch Ihre Immobilie zu Geld, ohne ausziehen zu müssen. Alles sicher und geregelt bis zum Lebensende. Mit einer Immobilienleibrente vom Marktführer Deutsche Leibrenten. Sie erreichen uns unter der Nummer 0800 74 5x die 9. www.deutsche-leibrenten.de. Produkte für Gesundheit, Schönheit und Genuss. Freundliche und fachkundige Beratung in allen Fragen der gesunden Lebensweise. Entdecken, was gut tut. Reformhaus Merck. Schnell, kompetent und persönlich. Wir beraten Sie bei Ihren großen und kleinen Fragen rund ums Auto. Qualität seit 1948. Autohaus Tauscher in Fischen. Es ist wieder Festwochenzeit. Feiern Sie mit uns 70 Jahre Allgäuer Festwoche. Ein Fest für die ganze Familie mit 400 Messeausstellern, Stimmung und Gaudi in den Festzelten und bester Unterhaltung beim Bühnenprogramm im Stadtpark. Erleben Sie spannende Thementage, das bezaubernde Lichterfest und attraktive Sonderschauen. Die Allgäuer Festwoche 2019. Wirtschaftsmesse, Kulturtage, Heimatfest vom 10. bis 18. August 2019 in Kempten. Und nun die Kurznachrichten. 770 Euro. So viel Geld hat eine Rentnerin am Montagnachmittag an unbekannte Frauen in Memmingen übergeben. Sie gaben gegenüber der Rentnerin an, sich in einer Notlage zu befinden. Die Rentnerin gab den beiden Damen zunächst 70 Euro.
Nachdem die Unbekannten um mehr Geld baten, ging die ältere Dame zusammen mit den beiden Frauen an einen Geldautomaten und übergab ihnen noch weitere 700 Euro. Die insgesamt 770 Euro sollten Anfang September zurücküberwiesen werden. Die Polizei Memmingen bittet um sachdienliche Hinweise. Die Frauen werden auf ca. 25 Jahre geschätzt und sollen beide ca. 1,65 Meter groß mit kräftiger Statur sein. Eine der beiden Frauen trug ein großes Kreuz an einer Kette um den Hals. Großbrand bei Dietmannsried. Mehrere landwirtschaftliche Gebäude sind heute Mittag bei Gemeinderied bei Dietmannsried komplett abgebrannt. Ein Übergreifen auf das Wohnhaus konnte aber verhindert werden, so Kreisbrandinspektor Hubert Speiser. Als die Feuerwehren vor Ort waren, stand eine Scheune bereits in Vollbrand. Der landwirtschaftliche Teil sei nicht mehr zu retten gewesen, so der Kreisbrandinspektor. Verletzt wurde niemand, allerdings befänden sich laut Speiser noch zwei Kälber im Stall. Vor Ort waren insgesamt 9 Feuerwehren aus der Region mit etwa 180 Einsatzkräften. Auch der Rettungsdienst war mit zahlreichen Helfern anwesend. Investitionen in Trainingszentrum. Die Beschneiung im alpinen Trainingszentrum soll verbessert werden, um den Athleten bessere Streckenverhältnisse bieten zu können. Die Anlage ist eines der 3 deutschen Trainingszentren der Slalom- und Riesenslalomfahrer. 2014 hat der Markt Bad Hindelang die Trägerschaft für das alpine Trainingszentrum Allgäu übernommen. Den Bau und den Betrieb haben die Bergbahn Hindelang-Oberjoch übernommen. Alle Fördermittel, die der Markt für die Slalomstrecke bekommen hat, wurden an die Bergbahnen weitergereicht. Das ist nun aber nicht mehr möglich. Grund dafür ist eine Gesetzesänderung. Jetzt muss neben der Trägerschaft auch der Bau der geplanten Erweiterung durch die Gemeinde erfolgen. Diese Investitionen werden auf rund 860.000 Euro geschätzt. Der Markt streckt diese Summe nun vor, bis staatliche Zuschüsse fließen. Das Projekt wurde in die Förderplanung des Bundes und des Landes aufgenommen. Außerdem wird sich der Deutsche Skiverband mit rund 5% beteiligen. Übrig bleiben dann noch rund 260.000. Das wird durch die Bergbahnen Hindelang-Oberjoch AG finanziert. In Lindau wurde ein gesuchter Straftäter gestern Abend bei einer Kontrolle am Lindauer Bahnhof von der Grenzpolizei überführt. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen den Rumänen bereits ein rechtskräftiger Haftbefehl seitens der Berliner Justizbehörde erlassen wurde. Und zwar wegen räuberischen Diebstahls. Jetzt steht dem 30-Jährigen ein Gefängnisaufenthalt von mehr als einem Jahr bevor. Bereits vergangene Nacht wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Allgäu weiter im Aufschwung. Das Allgäu ist ein wirtschaftlich starker, aber trotzdem ländlich geprägter Raum, in dem Investoren und Unternehmen gute Voraussetzungen für ihre Entwicklung finden. So heißt es in Medienberichten. Das Allgäu zeichne sich durch eine breit gefächerte Branchenstruktur aus, in dem das verarbeitende Gewerbe, Handwerk und ein breites Dienstleistungsspektrum ebenso vorhanden seien wie Tourismus und Landwirtschaft. Nicht zu unterschätzen sei auch die Infrastruktur, denn insbesondere durch den Allgäu Airport Memmingen sei das Allgäu eine attraktive Region auch für internationale Geschäftsreisende geworden. In Sachen Gründerkultur hat sich im Allgäu besonders in den vergangenen Jahren viel getan. In Zusammenarbeit mit dem Start-up Center der Hochschule Kempten sowie der Allgäu GmbH wurde die Allgäuer Gründerwoche und der Gründerpreis ins Leben gerufen. Mittlerweile ist es ein Netzwerk, das aus über 65 Verbänden, Einrichtungen und Institutionen besteht. Zudem nimmt die Region auch im Hinblick auf den Energiewandel eine echte Vorbildfunktion ein. Denn schon jetzt werden 38% des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien gewonnen. Wie die Länderbahn gestern Nachmittag mitteilte, entfallen zwischen Mittwoch, dem 7. August und Dienstag, dem 13. August, die Alex-Nachtzüge zwischen Kempten und Lindau. Gründe für den Ausfall hat die Länderbahn nicht mitgeteilt. Jeweils von 20.50 Uhr bis 7 Uhr werden die Alex-Züge durch Busse ersetzt. Die Busse ab Lindau Hauptbahnhof starten allerdings vor den gewohnten Zugabfahrten, damit die Anschlusszüge in Kempten erreicht werden können. Das waren die Nachrichten und nun kommt noch das Wetter. Kein
Kaiserwetter, präsentiert von Insektenschutz Kaiser. Ihr Spezialist für Insektenschutzgitter nach Maß. Für Türen, Fenster, Lichtschächte und Sonnenschutzplissés. Heute Nacht wird es überwiegend klar, kleine Wolken bleiben aber nicht aus. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad. Morgen Vormittag scheint überwiegend die Sonne im Allgäu. Im Unterallgäu kann es immer mal wieder bewölkt werden. Im Oberallgäu wird es morgen ordentlich warm. Die Höchstwerte liegen bei 27 Grad. Im restlichen Allgäu um die 23 Grad. Im Laufe des Tages ziehen dann immer mehr Wolken auf. Die Sonne schafft es aber trotzdem, sich vielerorts durchzusetzen. Am Nachmittag steigen die Temperaturen noch mal ein wenig an. Mit 29 Grad wird es im Oberallgäu am wärmsten. Im restlichen Allgäu liegen die Werte zwischen 26 und 27 Grad. In den Bergen scheint morgen auch überwiegend die Sonne. Am schönsten wird es am Tegelberg, denn da macht die Sonne kaum eine Pause. Die Temperaturen in den Bergen liegen morgen zwischen 18 und 25 Grad. Am Samstag schaut es wieder etwas unfreundlicher aus. Es muss mit Regen gerechnet werden und die Sonne zeigt sich selten. Am Sonntag bleibt es trocken, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Die Temperaturen liegen bei Werten um die 24 Grad. Die kommende Woche starten wir nass und bewölkt. Auch die Werte sinken auf 18 Grad. Am 2. Juni wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke auf seiner Terrasse mit einem Kopfschuss ermordet. Die Tat soll aus einem rechtsextremen Motiv heraus geschehen sein. Lübcke hatte sich für die Aufnahme von Flüchtlingen eingesetzt. Der Fall hat eine Debatte um die Sicherheit von Kommunalpolitikern angefacht. Eine Umfrage eines ARD-Politmagazins ergab, dass sowohl verbale als auch körperliche Angriffe auf Kommunalpolitiker deutschlandweit zunehmen. Luisa Hammelbeck hat mit zwei Bürgermeistern aus dem Unterallgäu über ihre bisherigen Erfahrungen gesprochen. Seit 2014 ist Peter Wachler Bürgermeister in dem 2300 Seelenmarkt Wald im Unterallgäu. Bisher musste er in diesen 5 Jahren glücklicherweise erst eine unschöne Erfahrung in Bezug auf Hassnachrichten machen. Ich habe im Zuge einer Abstimmung im Marktgemeinderat einen anonymen Brief damals bekommen. Dieser Brief enthielt keine Bedrohung und keine Beleidigung, aber doch eine ziemlich eindeutige Aufforderung, ich solle mir doch überlegen, wie ich abstimmen werde bei diesem etwas heiklen Punkt, der uns im Marktgemeinderat beschäftigt hat. Anfangs reagierte Wachler beinahe belustigt darauf. Schließlich hat wahrscheinlich so manch einer irgendwann mal das Bedürfnis, einen solchen Brief an einen Politiker oder eine andere einflussreiche Person zu schreiben. Aber die tatsächliche Ausführung, das ist schon nochmal ein ziemlicher Schritt, dass es dann tatsächlich passiert. Das hätte mich jetzt auch relativ wenig gestört, wenn dieser Brief hier im Rathausbriefkasten gelegen hätte. Nein, der lag bei mir zu Hause. Und das kostet für mich schon sehr, sehr viel Energie, wenn ich bedenke, dass da jemand nachts vors Haus fährt, läuft, dunkel bekleidet und es tatsächlich in den Briefkasten wirft. Die Polizei hat Peter Wachler nicht kontaktiert. Er wollte den Vorfall lieber ad acta legen. In Mindelheim war das ab einem gewissen Punkt nicht mehr möglich. Bürgermeister Stefan Winter hat schon mehr als eine Hassnachricht bekommen. Dies geschehe vor allem anlassbezogen. Im letzten Jahr zum Beispiel anlässlich des heiß diskutierten Moscheeneubaus. Ja gut, es waren sehr unappetitliche Bilder, zum Beispiel von Geschlechtsteilen, von Fäkalien, also wirklich die unterste Schublade und einfach viele auch Missbekundungen zu diesem Thema, die einfach von der Wortwahl unterste Schublade waren. Ein Teil der Nachrichten werde von dem dicken Fell eines Kommunalpolitikers abgefangen. Einige aber brachte Winter zur Anzeige. Die anonymen Nachrichtenschreiber konnten allerdings nicht ermittelt werden. Also grundsätzlich, man kann zu jedem Thema unterschiedlicher Meinung sein. Das zeichnet Politik mit aus. Aber Politik zeichnet eben aus, dass man sich A, mit Respekt begegnet und B, dass man sich auch im Gespräch begegnet. Denn nur so kann man unterschiedliche Argumente austauschen und so kann man auch dann
Dinge zumindest ansprechen und nach Lösungen suchen, nach Verständnis suchen. Das geht eben bei so einer einseitigen Kommunikation noch auf einem solchen Niveau leider nicht. Dass die Belästigung von Kommunalpolitikern zunimmt, kann Stefan Winter bestätigen. So gut wie jeder seiner Kollegen habe schon mal eine Hassmail oder Ähnliches bekommen. Peter Wachler hat das Gefühl, dass ein gesellschaftlicher Wandel stattfindet. Zu diesem Wandel tragen mit einem nicht unerheblichen Teil die sozialen Medien bei. Wir wollen ja auch junge Menschen wieder erreichen und wir wollen einfach eine möglichst breite Masse erreichen. Dafür sind soziale Medien wichtig. Andererseits gibt es natürlich sehr, sehr viele schwarze Schafe, die sich dann in diesen sozialen Medien sehr, sehr anonym bewegen können. Und da müsste definitiv eine härtere Reglementierung herrschen, damit man einfach diese Hasskommentare künftig nicht mehr lesen muss. Denn die seien, Anonymität hin oder her, sehr verletzend. Attacken gibt es auch im Hinblick auf den mutmaßlichen Tierquälereiskandal in Bad Grönenbach. Immer geht es um die Frage, wie solche Zustände vermieden werden könnten. Eine Idee, die gerade diskutiert wird, ist, die Mehrwertsteuer auf Fleisch anzuheben, von den aktuellen 7% auf 19%. Gefordert hatten das Politiker der Grünen und SPD. Diesen Vorschlag lehnt der Allgäuer Handwerkskammer Schwabenpräsident Hans-Peter Rauch ab. Rauch ist selbst Metzgermeister und hat ein Geschäft in Waltenhofen. Er verlangt mehr funktionierende Kontrollen in den Betrieben. Er selbst besuche seine eigenen Landwirte fast wöchentlich. Memmingen ist raus, Kempten und das Oberallgäu ist drinnen. Es geht um die Klinikfusion der Kreiskliniken Unterallgäu mit dem Klinikverbund Kempten-Oberallgäu. Wie das ablaufen soll, dazu gleich mehr. Es ist wieder Festwochenzeit. Feiern Sie mit uns 70 Jahre Allgäuer Festwoche. Ein Fest für die ganze Familie mit 400 Messeausstellern, Stimmung und Gaudi in den Festzelten und bester Unterhaltung beim Bühnenprogramm im Stadtpark. Erleben Sie spannende Thementage, das bezaubernde Lichterfest und attraktive Sonderschauen. Die Allgäuer Festwoche 2019. Wirtschaftsmesse, Kulturtage, Heimatfest vom 10. bis 18. August 2019 in Kempten. Bettennägele, das größte Schlafzentrum in Kaufbeuren und Landsberg mit Zufriedenheitsgarantie. Ihr zertifiziertes Premium-Fachgeschäft mit computergestützter Körpervermessung für Ihre ideal passende Matratze oder Boxspringbett. Bettennägele in Kaufbeuren und Landsberg. Atrum vom Paradies. Das Gäubodenvolksfest in Straubing vom 9. bis 19. August. Unbeschwerte Tage genießen auf dem Fest. Neues entdecken auf der Ostbayernschau. Feiern Sie mit uns das Gäubodenvolksfest mit Ostbayernschau in Straubing. Das Schloss. Die Therme. Genießen Sie die königliche Kristalltherme Schwangau. Der Treffpunkt für anspruchsvolle Genießer. Zeitgemäße regionale Küche mit allgäuerisch-bayerischen Spezialitäten in historischem Ambiente. Zum Stift. Gepflegte Allgäuer Wirtshauskultur mit Gemütlichkeit und Gastfreundschaft. TV Bayern Live zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard, Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. TV Bayern Live. Ganz Bayern in einer Stunde. Es war ein langes Hin und Her zwischen dem Unterallgäu und der Stadt Memmingen. Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2006 beschäftigte sich der Unterallgäuer Landrat Hans-Joachim Weirather mit dem Ziel, die Unterallgäuer Kreiskliniken zu fusionieren. Wunschpartner war lange Zeit das Klinikum Memmingen.
Im Oktober letzten Jahres wurden die Gespräche nach über 10 Jahren allerdings eingestellt. Kurz darauf gab es einen neuen Verhandlungspartner, der mit den Bedingungen und Voraussetzungen der Fusion bald einverstanden war. Der Klinikverbund Kempten-Oberallgäu. Der Kreistag Unterallgäu, der Kreistag Oberallgäu und auch der Stadtrat von Kempten. Sie alle haben der Klinikfusion in den vergangenen Wochen zugestimmt. Von der künftigen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der ärztlichen Verzahnung würden alle Beteiligten profitieren. Aber auch einzelne Häuser. Vor allem die Zukunft des Krankenhauses Otto Beuren schwebte lange Zeit im Ungewissen. Durch die Klinikfusion könnte sich das nun ändern. Ich bin jetzt 30 Jahre im Unternehmen und seitdem eigentlich auch war ich in Otto Beuren auf der Intensivstation und leitender Anästhesiepfleger. Und seit ich in Otto Beuren bin oder in dem ganzen Unternehmen, geht es nur darum, Privatisierung für Otto Beuren, Schließung Otto Beuren, Fusion, Kooperation. Die Leistungszahlen die ganzen Jahre sprechen aber dagegen und auch die Bevölkerung nimmt das Krankenhaus in Otto Beuren wirklich voll an. Und da stehen die auch dahinter und das ist ganz wichtig. Der Wunsch nach einer Fusion wurde dem Krankenhaus nun also erfüllt. Ziel der Klinikfusion ist unter anderem, für jeden Standort des neuen Verbunds einen medizinischen Schwerpunkt zu schaffen. So sollen die Kliniken zukunftsfähig erhalten werden. Aber funktioniert das auch für Otto Beuren? Ich glaube nicht, dass wir die Verlierer in dieser ganzen Fusion sein werden in Otto Beuren. Im Gegenteil, wir können nur davon profitieren. Auch mit einer Schwerpunktausrichtung, die dann kommt, wie auch immer sie aussehen mag. Problematisch an der ganzen Sache? Aktuell liege noch kein medizinisches Konzept vor. Welcher Schwerpunkt an welchen Standort gelegt wird und ob das Personal den Schwerpunkten hinterherwandern müsse, stehe momentan noch in den Sternen. Der Oberallgäuer Landrat Anton Klotz sieht für das Personal in seinem sowie im Unterallgäuer Landkreis aber keinen Grund zur Sorge. Also ich denke, das ist völlig unnötig, darüber nachzudenken, ob das Personal beunruhigt ist. Es sind sehr viele Vorgespräche geführt worden und ich gehe davon aus, dass hinsichtlich der Personalressourcen wir eine gewisse Mehrung letztlich zustande bekommen. Das Personal braucht in keiner Weise irgendwie Sorge zu haben, dass sie benachteiligt werden. Und auch Landrat Hans-Joachim Weirater sieht die Stärken und Vorteile der medizinischen Schwerpunkte. Menschen gehen halt nicht zwangsläufig automatisch in das nächstgelegene Krankenhaus. Die sind durchaus bereit, auch weite Wege zu gehen, wenn sie der Auffassung sind, dass sie an anderer Stelle besser behandelt werden können. Also ist das erste Ziel. Wir müssen eine qualitativ höchstwertige medizinische Versorgung anbieten und damit über diese Attraktivität Patienten binden. Beim Personal im Klinikverbund Kempten-Oberallgäu herrschen gemischte Gefühle. Zum einen habe man Sorge, weil man nicht wisse, welche Fachabteilungen zusammengelegt werden. Zum anderen gäbe es auch Mitarbeiter, die tangiere das Thema bislang noch gar nicht. Ich denke, es gibt sicher auch positive Gedanken, weil man weiß, dass man den Standort Mindelheim und Otto Beuren praktisch behalten kann und dass die nicht irgendwann vielleicht untergehen in diesem politischen Wirrwarr. Und ich denke, von daher ist es schon klar, dass es eine Fusion für die Unterallgäuer braucht. Und ich denke, auch für uns gibt es vielleicht Stärken, dass man Fachabteilungen stärken kann und dass man die ausbauen kann und vielleicht auch OP-Zahlen wieder erreicht, die wir erreichen müssen, um dass wir die Operationen überhaupt durchführen dürfen. Der Klinikverbund Kempten-Oberallgäu ist bereit für die Fusion. Aber was ist jetzt mit Memmingen? Spielt das Klinikum der kreisfreien Stadt nun keine Rolle mehr? Das erfahren Sie in der neuen Ausgabe unseres Landkreismagazins aus dem Unterallgäu und Memmingen. Damit sind wir am Ende der Nachrichten angekommen. Jetzt noch ein kleiner Hinweis zu unserem Gewinnspiel für Konzertkarten von Konstantin Wecker. Erst einmal vielen Dank für die vielen Einsendungen und fürs Mitmachen. Die Gewinner bekommen in den nächsten Tagen Post von uns. Das sind Tanja Hahn, Sonja Wachter, Siegfried Kuhn, Hans-Jörg Henn, Elisabeth Rapp, Stefan Maurer, Josef Fingerle, Sabine Losch und Gisela Rikowski. Herzlichen Glückwunsch und ganz viel Spaß auf der Freilichtbühne in Altusried. Damit noch einen schönen Abend. Morgen begrüßt Sie dann mein Kollege Boris Weltermann. Machen Sie es gut.